In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde das Dorf Jambali in Papua-Neuguinea von einem verheerenden Erdrutsch heimgesucht, der mehr als 2000 Menschen unter sich begrub. Inmitten dieser Katastrophe meldet sich König Charles III. Zu Wort. Das Statement von König Charles, das der Palast unter anderem auf dem offiziellen Instagram-Profil der Royal Family geteilt hat, beginnt wie folgt. Meine Frau und ich waren zutiefst geschockt und traurig, als wir von dem verheerenden Erdrutsch in Enger und dem tragischen Verlust so vieler Menschenleben, Häuser und Lebensmittelgärten erfuhren. Ich habe selbst die außerordentliche Widerstandsfähigkeit der Menschen in Papua-Neuguinea und den Highlands miterlebt und bewundere sie zutiefst. Ich bin überzeugt, dass ihre Gemeinschaften zusammenkommen werden, um den Überlebenden und der Erholung in diesen herzzerreißenden Umständen beizustehen, so Charles weiter. Diese Worte des Mitgefühls und der Unterstützung spiegeln die tiefe Verbundenheit wider, die das britische Königshaus mit den Menschen in Papua-Neuguinea pflegt. Der Inselstaat ist Teil des Commonwealth und Charles ist das offizielle Staatsoberhaupt.